Wiener Linien sind der Verkehrsbetrieb der Stadt Wien. Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen werden davon betreut und bieten die Möglichkeit, schnell von A nach B zu kommen. Nun wurde Wien zum 8. Mal als lebenswerteste Stadt ausgezeichnet. Ein Grund dafür ist das gute Verkehrsnetz. Jetzt habe ich mich zum Standort des Betriebs begeben und habe Pressesprecherin Frau Kriesmeier gefragt, was denn die Wiener Linien ausmacht. Ein gutes Verkehrsnetz muss zuverlässig sein, muss pünktlich sein und muss mich letztlich sicher und schnell von A nach B bringen. Und für uns ist dabei zentral, dass wir letztlich alle Verkehrsmittel gesamtheitlich denken, also das gesamte Verkehrsnetz als Ganzes denken. Wir haben in Wien über 160 Linien, Bus, Straßenbahn und U-Bahn, und alle haben letztlich in diesem Zusammenspiel eine etwas andere Funktion. Die U-Bahn als die schnelle Verbindung, die Autobahn sozusagen, im öffentlichen Verkehr. Wir haben dann die Straßenbahn, die Landstraße für die lokale Erschließung und dann die, sagen wir mal, kleine Gemeindestraße, der Bus, der dann wirklich bis ans letzte Ziel unsere Fahrgäste bringt. Und wie also eine sinnvolle Verknüpfung von diesen verschiedenen Verkehrsträgern ist letztlich das, was dann ein wirklich gutes und leistungsfähiges Verkehrsnetz ausmacht. Unser Sicherheits- und Servicepersonal ist dazu da, darauf zu achten, dass die Hausordnung von allen eingehalten wird und für Anfragen, für Hilfestellungen bei Fahrgästen da zu sein. Letztlich sind in unserem Verkehrsnetz jeden Tag 2,6 Millionen Menschen unterwegs, und da ist es dann wichtig, dass sich alle an die Regeln halten. Und zusätzlich haben wir in Wien natürlich auch mit der S-Bahn, mit der ÖBB gemeinsame Stationen, und da ist es uns halt einfach auch wichtig, dass es einen guten Austausch, eine gute Zusammenarbeit gibt und dass die Sicherheitskräfte sowohl von den Wiener Linien als auch von der ÖBB in beiden Bereichen bei diesen Stationen auch für die Fahrgäste da sein können, weil das sind zwar bauliche Grenzen, aber das soll eben keine Sicherheitsgrenze sein. Und für uns ist dann letztlich der große Vorteil oder für unsere Fahrgäste, dass sowohl die Wiener Linien-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den ÖBB-Bereichen für Sicherheit sorgen können, als auch umgekehrt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gebe zurück an Nur ins Studio. Auf Wiedersehen.